Willkommen zurück, meine Freunde. So, wir waren zuletzt hier, haben die Bären abgepflückt und diesen Trainer hier besiegt. Dann geht's gleich hier weiter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie unser Pokémon so drauf ist gerade, ob es Hilfe braucht, aber ich glaube nicht, nein. Fast kein Schaden, das ist gut. Wir haben gestern ja auch noch Glut erhalten, als neue Attacke. Für Level 10. Und ja, genau, ich weiß noch, gestern wollte ich mir das Pokémon holen. Das zweite Team-Pokémon. Das werde ich mir aber erst nach der nächsten Quest oder nach dem nächsten Mini-Event holen, wenn man das so ausdrücken kann. Denn, ja, lasst euch einfach überraschen, was es sein wird. So, hier das Item holen. Das ist ein Trank, glaube ich. Jawohl. Damit hätten wir schon zwei. Haha. Gut, ich weiß jetzt gar nicht, was ich erzählen sollte. Ich bin so ruhig. Und das ist ja auch nicht eigentlich Sinn eines Let's Plays. Zumindest sollte es nicht Sinn von meinen Let's Plays werden. Hätte ich ein unkommentiertes Let's Play machen können oder ein Walkthrough. Aber das sollte es ja nicht werden. Und deswegen sollte ich schon ein bisschen was erzählen. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, sag ich immer. Ja. Okay, wir gehen jetzt einfach mal da lang, damit ihr sehen könnt, was passiert, wenn ich da lang gehe, bevor ich eine bestimmte Aufgabe gemacht habe. Ja, danke. Das ist immer wichtig, die Arenen als allererstes, wenn man in eine Stadt kommt, zu checken. Das ist unser Vater. Ja, der leitet eine Arena. Und zwar die Blütenburg City Arena. Das ist aber nicht die erste Arena. Okay, jetzt kommt jemand rein. Wissen wir natürlich. Außer ihr habt das Spiel noch nie gespielt oder geguckt, dann wisst ihr es nicht. Jemand, der Typ heißt Heiko und er hätte so gerne ein Pokémon, weil er seine Verwandten in Wiesenflur, das ist irgend so ein weiter entferntes Dorf, besuchen will und dafür braucht er halt ein Pokémon, weil er sich sonst einsam fühlt. Und jetzt müssen wir mit ihm gehen und ihm dabei zusehen und helfen, ein Pokémon zu fangen. Ja, das klingt natürlich nach einem Auftrag, so wie es die SWAT-Kommando-Polizei immer kriegt, aber aller Anfang ist schwer und damit müssen wir uns zufrieden geben. Es wird ja im Laufe der Zeit besser. Ja, gut. Das ist noch so ein Tutorial, wie man Pokémon fängt gleichzeitig. Obwohl wir längst Pokémon gefangen haben könnten. Also von dem her war das vielleicht nicht wirklich der klügste Zeitpunkt, dieses Tutorial ins Spiel einzubauen. Aber zu dem Zeitpunkt war Nintendo halt schon ein bisschen... Ja, ich gebe dazu jetzt auch keinen Kommentar, weil ich auch kaum eine Ahnung habe. Und ich brauche das nicht, dass ihr dann die Kommentare vollschreibt von wegen, du hast keine Ahnung. Das habe ich so oder so, aber... Ja, gut. So, ist ganz schön gewagt, einen Pokéball, einen Neuling nur einen Pokéball mitzugeben. Aber in dem Fall klappt's ja. Obwohl es bei Trassler auch eher ungewöhnlich ist. Aber ja, okay. Ja, jetzt hat er das Trassler eben gefangen und jetzt bedankt er sich 5000 Mal bei uns. Und ja, jetzt kriegt er Gott sei Dank, mein Vater kriegt sein Level 7er Zigzag zurück. Wie bekommt ihr Leute überhaupt Arenas? Ja, wie auch immer. Es gibt uns einen Tipp. Wer mitliest, hat natürlich einen Vorteil, weil ich alles nicht vorlese, aber ungefähr den Sinn sage. Also, wir sollen jetzt weiter in die nächste Stadt gehen, wo der Weg gar nicht so leicht ist. Ach ja, dieser Typ hier. Der kommt im Spiel immer wieder mal vor. Das ist einer der größeren Unterschiede zu Rubin und Saphir, dass dieser Typ immer wieder da ist. Ja, aber momentan pisst er uns nicht weiter an. Gott sei Dank. Ja, wir sollen jetzt in die nächste Stadt gehen. Da liegt nur noch ein Wald,
und der ist ein bisschen über uns jetzt. Dazwischen. Und dort gibt es dann den ersten Orden. Dort müssen wir auch hin. Den machen wir dann. Aber noch nicht jetzt. Jetzt bekämpfen wir erstmal den Trainer hier. Mit einem Zigzags Level 5. Das dürfte kein Problem werden. Wir waren ja im Pokémon Center. Jo. Alles klar, ich, das war jetzt vielleicht ein bisschen fehl. Ich habe vergessen, auf die Uhr zu schauen. Ich werde halt schauen, dass der Part nicht allzu lang wird. Aber wir kriegen das schon hin. Und wenn, wird er halt ein bisschen länger, so wie der erste Part. Ich hoffe, das stört keinen. Ich denke mal eher nicht. Und wenn doch, naja, was soll man machen? Ich werde mich bemühen, ab dem nächsten Part so zwischen 15 und 18 Minuten einzuhalten. Wenn es funktioniert. Wer weiß, vielleicht wird dieser Part doch viel zu kurz. Aber ich habe den Plan, dass wir... ups, ja, das ist der falsche. Jedes Mal verwechsel ich die. Weil in Rubin und Saphir gibt es nur den einen Trainer hier. Und ich vergesse jedes Mal, welcher dieser Trainer... Wer der neue Trainer ist, der kämpfen möchte. So. Das ultimative Pokémon wird gegen uns in den Kampf geschickt. Noch dazu im Typvorteil. Oh mein Gott. Ein Carpador Level 9 sogar schon. Das dürfte uns ernsthafte Probleme machen. Bis jetzt tut es das aber Gott sei Dank nicht. Ja. Gut. Wir sind dem Zorn dieses Pokémons gnadenlos ausgeliefert, aber es verschont uns. Wie nett von ihm. Naja, das war noch ein Baby-Carpador sozusagen. Die Großen sind richtig gefährlich. Ja, ich laber wieder mal viel Kacke. So, diese Hütte hat später im Spiel noch Sinn. Aber ich möchte nicht immer spoilern, weil sich ja so viele darüber aufregen. Deswegen mache ich das jetzt auch noch nicht. So, wieder zwei Sinnelbeeren. Nein, ich möchte nicht pflanzen. Ganz einfach, weil Beeren, wenn ich mich nicht irre, nicht mehr wachsen, weil die interne Batterie abgelaufen ist. Hey, du bist so ein Noob, das ist keine Ahnung. Ja, danke schön. So. Da haben sie etwas Lustiges oder etwas Komisches eingebaut. Diese Trainerinnen sind etwas reich. Oder sollte zumindest darstellen. Die benutzen, wenn ihr Pokémon halb tot ist oder fast tot ist. Möglicherweise sieht man es eh gleich. Ein Item, was man noch nicht bekommen kann. Okay, in dem Fall nicht. Sie hätten möglicherweise einen Top-Trank oder eine Top-Genesung eingesetzt. Eins von den beiden. Ich glaube eher Top-Trank. Und das kann man erst viel, viel später sich selbst kaufen im Spiel. Und deswegen ist es ein bisschen lustig. Sollte wohl wirklich symbolisieren, dass die stinkreich sind. Trotzdem, wenn wir stinkreich wären, ich meine, einen Top-Trank könnten wir uns schon leisten, glaube ich. Mit dem Geld, was wir bis jetzt haben. Aber egal. So, wir kämpfen hier gegen vier Wampel. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das ist für mich immer der Wampel-Trainer gewesen. Ich habe es irgendwann mal geschafft, gegen den zu verlieren, aber da waren meine Pokémon richtig schwach. Ich das war verloren. Unerwartet, ja. Und ich sehe gerade, wir sollten uns um mein zweites Pokémon kümmern. Ja, in dem Moment habe ich kurzfristig umgeplant. Ich hatte nämlich vor, mir einen Trassler zu fangen als zweites Pokémon, weil Gardevoir auch richtig gut sein kann. Aber dieses Pokémon würde ziemlich lang brauchen, bis es seine erste offensive Attacke neben Heuler lernt. Und in der Zeit müsste es Flamly unterstützen und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Das wäre dann jede Menge Langeweiliges für euch oder ganz schön viel Offscreen trainieren. Und ich denke mal, das ist ja dann auch nicht so wunderbar, wenn man die Hälfte versäumt. Deswegen habe ich mir entschieden, ein anderes gutes Pokémon zu nehmen. Weil ich habe auch dieses Pokémon, was ich jetzt geplant habe, hatte ich schon mehrmals im Team und es hat sich dort sehr gut profitiert. Es hat mir gut getan. Es hat mir sehr geholfen. So.
Er sucht nach Knilz. Und da hinten kommt eine ominöse Gestalt. Noch kurz zur Info, falls es jemanden interessiert. Früher dachte ich, dass man für ihn einen Knilz suchen muss. Irgendwie aus Spaß habe ich dann genau in dem Gras, wo wir gerade vorbeigelaufen sind, eins gesucht und auch eins gefunden und an erste Stelle getan. Ihn interessiert es nicht. Also in Wirklichkeit will er nicht wirklich unser Knilz haben. Ja, habe ich dann auch fast damit gerechnet, dass er unser Knilz nicht haben will. Aber ich habe für ihn eins gesucht. Ich habe es zumindest versucht. Ist sein Problem, wenn er es nicht will, ne? So, zurück zum eigentlichen Spiel. Ja, der Typ gehört zu Team Aqua. Und jetzt müssen wir den Beamten hier schützen von der Devon Corporation. Kommt der nämlich. Und Team Aqua ist eine kriminelle Organisation, wie viele von euch sicherlich wissen. Und ja, jetzt müssen wir gegen den kämpfen. Das Lustige ist, das letzte Mal, als ich einen Trassler dabei hatte, wirklich im Team, habe ich natürlich versucht, natürlich dummerweise mit Trassler vorzuarbeiten. Aber Vivien ist ja vom Typ Unlicht und Psychokinese hat natürlich darauf keine Wirkung. Und das Problem ist, der pusht sich zuerst mit Jauler auf, dieses Vivien, damit sein Angriff stärker wird. Und dann hat es uns natürlich per One-Hit-KO beide Pokémon von mir getötet. Das war dann wieder so ein Neulingsfehler oder einfach nur unbedacht gehandelt. Ja. Danach war es richtig schwierig im Endeffekt dann gegen mich zu gewinnen, weil gegen ihn zu gewinnen, weil beide Pokémon auf Level 9 waren, genauso wie Vivien hier. Und so schwach sind agieren die jetzt ja auch nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, warum er zweimal mit Sandwirbel angreift, aber ich finde das, ja, wenn wir schon ein Thema haben, dann bleibe ich auch gleich dabei, wir sind Level 13. Genauigkeit senken und, nein, warte. Oh ja. Genauigkeit senken und Fluchtwert erhöhen. Das sind richtig fiese Attacken, denn das macht es dem Gegner schwieriger, ihn zu treffen. Das macht es schwieriger, ihn zu treffen, wen auch immer. Vorzugsweise den Gegner. Das hängt dann wirklich auch vom Glück ab und das finde ich richtig lästig und unfair. Und zwar wirklich unfair. Weil das Glück kann man nicht beeinflussen. Pokémon sollte aber nicht vom Glück abhängig sein, sondern auch ein bisschen vom Können. Und daher mag ich grundsätzlich diese Attacken von Genauigkeit senken oder Fluchtwert erhöhen überhaupt nicht. Genauigkeit erhöhen? Ja, das geht noch. Trifft er halt immer, ja. Davon geht man sowieso immer aus, dass jeder Angriff trifft. Also von dem her ist es nicht so schlimm. Aber die Trefferchance zu verkleinern vom Gegner, egal ob man jetzt seinen eigenen Fluchtwert erhöht oder den Gegner dem Genauigkeitswert runterhaut, ist nicht fair. Ich benutze solche Attacken selber nicht oder nur manchmal, wenn ich etwas teste. Aber im Grunde benutze ich es nicht, weil es eben meistens auch bei mir so ist, dass ich Pech habe und der Gegner trifft. Also von dem her bringt es mir auch kaum was. Ja, okay. Ich weiß, wie gesagt, ehrlich nicht, wie lang der Part wird. Ich würde mal sagen, wir machen bis Metaros City durch. Wir sind ja jetzt aus dem Wald draußen. So viele Trainer. Bisschen Trainer haben wir noch. Ja, hier gibt es wieder Bären. Eine neue Art von Bären, das sind Amrena-Bären. Die heilen Paralyse und können daher auch ganz gut sein. Und hier wieder zwei Sindelbären. Warum pflückst du immer die Sindelbären? Ich pflück alle Bären, die Sinn ergeben. Ich kenne mich mit nach 10 Jahren schon ein bisschen aus. Ja, hier ist der Blumenladen. Hier kann man sich eine Warmerkanne kaufen. Ja, das tun wir jetzt gleich, weil die brauchen wir später. Oder auch nicht. Warte, wer verkauft? Du. Oder? Ja, gut. Das, was sie uns über Bären erzählt, wissen wir alle schon, glaube ich. Ja, gut. Okay. Die verkauft uns dann doch keine Bären. Bären verkaufen. Ja, es gibt Bärenverkäufer. Die schenkt uns eine Frage. Wer, kriegt man hier keine Warmerkanne? Oder bin ich zu blöd, die richtigen Personen anzusprechen? Ja, danke. So. Ja, jetzt haben wir die Warmerkanne bekommen.
Und damit können wir Beeren gießen, wenn der Lehm drumherum ausgetrocknet ist. Ja, das vermehrt die Anzahl der Beeren, die man dann ernten kann, wenn ich mich nicht irre. So, das ist wieder ein Reicher. So wie vorhin unten vom Wald. Das Lustige ist, in Rubin und Saphir stehen diese zwei Trainer genau verkehrt. Also, das heißt, die Lady von eben steht genau hier, wo jetzt dieser Schnösel steht. Und der Schnösel stand dafür an der Position von der Lady. Das haben sie in Smaragd umgetauscht. Keine Ahnung warum. Ich glaube nicht, dass es dafür einen vernünftigen Grund gab. Sie haben beide die gleichen Pokémon. Ja, hier Top Genesung setzt er ein, wie ich vorhin erzählt habe. Mit Ausnahme, dass eben der Schnösel ein männliches Zickzack hat und die Lady ein weibliches. Ansonsten ist alles komplett gleich. Ja gut, wie dem auch sei. Wir besiegen auch dieses Pokémon, auch wenn du einen Top-Trank benutzt hast. Nur unsere Verteidigung sehen könnte gefährlich werden, wenn du noch mehr HP hättest. Aber im Angesicht dieser Kampfpositionen ist die Attacke etwas unnütz. Aber okay, es wäre so oder so für dich vorbei gewesen. Fast ein bisschen unfair. Wir kommen hier mit einem 13er vorbei und der hat nur einen 7er. Aber ja, hättest du mal besser trainiert, Junge. So, der nächste Kandidat oder die nächste Kandidatin kommt mit einem Loturzel. Okay, ein Loturzel ist dann Pflanze-Wasser-Pokémon. Und das sollte einiges ausmachen. Ja, oh, okay, Brenn. Ich weiß jetzt nicht, ob es so sinnvoll ist, mich über Statusveränderungen, primäre Statusveränderungen zu informieren, weil ich denke mal, es weiß eh jeder, aber ich gebe es einfach mal nur zur Info weiter. Brennen ist in zwei Sinnen sehr gute Statusveränderung, zumindest nicht, also wenn sie der Gegner hat, denn das Pokémon verliert pro Runde einige KP und sein Angriff, also sein normaler Angriff, ist geschwächt. Das heißt, es kann uns nicht mehr mit der Kraft angreifen bei normalen Attacken wie sonst. Auf den Spezialangriff also hat das aber keine Auswirkung. Ja, wo ist der Unterschied zwischen Angriff und Spezialangriff? Normalangriffsattacken sind alles so wie Tackle, Mega Hieb. Die Attacken, die einen Kontakt mit dem Gegner herstellen, genau. Und Spezialattacken sind sowas wie eben Flammenwurf, Hydropumpe, Surfer, all das, ja, die keinen Körperkontakt herstellen zwischen den Kämpfern. So, diese Zwillinge hier würden kämpfen, wenn wir ein zweites Pokémon dabei haben. Aber das haben wir natürlich noch nicht. Wir haben nur ein Pokémon dabei und deswegen lassen wir uns die auch in Ruhe. Beim Zurückgehen werden wir natürlich, oder schon früher, werden wir natürlich gegen die hier kämpfen. Ich versuche auch möglichst keinen Trainer auszulassen. Der Angler hier will auch kämpfen, das machen wir gleich. So, wieder zwei Amrena-Bären. Und diese beiden Bären haben... Das sind zwei, wie heißen die auch mal? Yonago-Bären. Die haben keinen Einfluss auf irgendwelche Heilungen oder so. Glaube ich zumindest. Deswegen lasse ich sie jetzt auch mal da stehen. Ja. Diese Oma hier schenkt uns netterweise eine Maronbeere. Damit kann man ein schlafendes Pokémon wieder aufwecken. Man kann sie ja pflanzen und dann verwenden. Also pflanzen und vermehren. Man muss ja nicht eins von beiden machen. Ich persönlich spiele immer so, dass ich mir Sinel- oder Zitrobeeren erstmal vielseitig züchte. Oder, ja, wie sagt man, bebeeren, pflanze und ernte, damit man ganz viele hat am Ende. Und dann benutze ich sie. Weil das bringt im Endeffekt mehr. Ja, gut. Wieder gegen einen Carpador. Ich glaube, manche verkennen ihre Stärke einfach. Oder sie sind einfach zu faul, sie einzusetzen. Noch ein Carpador. Dieser Trainer ist richtig heavy. Warum gibt's den nicht in der Top 4? Nein, Spaß beiseite. Ja, das ist der letzte Trainer. Ich würde sagen, dann machen wir auch mal Part Ende. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie lang der Part geworden ist. Ich bin relativ froh, dass nichts dazwischen gekommen ist, weil ich bin relativ unvorbereitet in diese Aufnahme gegangen. Aber da hat uns das Glück mal wieder ein Sendstückchen zugeworfen.
Und ja, dass uns die Karpater hier nichts anhaben können, das ist nochmal zusätzliches Glück. Ja, damit wäre auch dieser Angler. Naja, ich kann dir einen Tipp geben. Fang dir was anderes als Karpador, dann bist du schon besser dran. Weil Karpador kann man nicht trainieren alleine. Ja, ich weiß auch nicht, wieso ich nicht laufe. Ich gehe die ganze Zeit hier immer so X-Abwehr. Ist jetzt nicht so primär wichtig. Stärkt die Verteidigung, wird aber mit dem Tausch des Pokémon beendet. Also ist nur vorübergehender Kampfeffekt. So, hier ein Supermarkt. Die erste große Stadt übrigens. Metaros City. Metaros City, hier ist das Pokémon Center. Das ist überall gleich. Das wissen die meisten von euch jetzt schon, glaube ich. Nachdem es in Blütenburg City und Rosalstadt gleich war. Ja. Manche fragen sich vielleicht, was ist oben? Oben, da wird von uns nichts von Bedeutung sein. Ja, hier. Teala, die ist überall. In jedem Spiel ist die. Die ist mindestens schon so viel gereist, wie der Spieler, der jede Generation durch hat. Teala erklärt uns jetzt gerade, was es hier mit dem Bereich auf sich hat. Das kann ich euch auch erklären. Der erste hier, direkt rechts neben uns, ist der Konnex Club. Ja. Der erste hier ist der Konnex Club. Da kann man per Drahtlos, also da gibt es einen extra Adapter für die Editionen. Hier funktioniert es natürlich nicht. Kann man sich drahtlos mit anderen treffen, tauschen und kämpfen. Und noch ein paar andere Sachen machen, glaube ich. Statistik tauschen. Das ist aber von uns jetzt nicht von Bedeutung. Und das hier ist das Kampf-Kolosseum, glaube ich. Ja, das müsste. Da kann man einfach kämpfen. Per Linkkabel oder auch per drahtlos. Ja, die Computer zeigen die Statistiken an, glaube ich. Ja, oder sagen uns, dass der Adapter nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist. Oder in unserem Fall gar nicht. Ja, also der obere Bereich ist von uns jetzt nicht so für Bedeutung, entschuldigt Leute, mein Gott. So, ich gehe natürlich nicht in jedes Haus rein, nur in jedem Raum oder jedes Haus, wo man etwas Wichtiges bekommt. Und hier bekommt man etwas sehr Wichtiges, was noch sehr oft im Verlauf der Geschichte von uns eingesetzt wird. VM01, VM steht für versteckte Maschine. Und ja, er sagt es uns schon, sie hält Zerschneider. Ja. Zerschneider braucht man, um zerstören oder um zerschneiden von kleinen Büschen, die uns immer wieder den Weg versperren werden. Und von dem her haben wir die VM jetzt mal. Eine kleine Info noch, bevor wir den Part hier beenden. VMs kann man beliebig oft einsetzen, haben aber den Nachteil, dass man sie bei einem Attackenvergesser oder Attackenverlerner vergessen muss. Das kann man nicht einfach so von einer neuen Attacke überspielen im Spielverlauf. Nein, das ist der Nachteil. Das andere wiederum hingegen ist eine TM, technische Maschine, und kann nur einmal, bis zur vierten Generation, nur einmal verwendet werden. Danach ist sie weg und man muss sich neu kaufen oder sie ist für immer weg, weil man sie nur einmal im Spielverlauf bekommen kann. Ja, gut. Ich würde sagen, danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Für dieses Mal ist der Part beendet. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange er ist. Ich hoffe, er ist nicht zu kurz und nicht zu lang. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und ja, damit sage ich Tschüss.